Ja, wenn ich immer in meinem Studio bin hier bei Lifestyle TV, dann haue ich auch immer ein Motivationsvideo raus. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, hey, warum nicht einfach über das reden, was ich gerade erlebt habe. Ich war ja in Paris, ja, ganz spontan, und habe da mein erstes Saison-Startvideo gemacht, nämlich mein Halbmarathon in einer Kälte, wo ich sage, wow, das war richtig eisig kalt, aber ich habe es durchgezogen. Und ich habe dann wieder für mich gemerkt, dass man sich wirklich so ein bisschen immer den Problemen stellen muss. Ja? Natürlich ist es arschkalt, mir ist es auch kalt. Natürlich als tropischer Mann, da friere ich noch ein bisschen mehr. Ist ja klar. Deswegen nutzt doch die Chance und setzt euch eigene kleine Ziele. Ja? Ob das ein Halbmarathon ist, ob das ein Marathon ist, ob das vielleicht sogar ein kleiner Triathlon ist oder ob das irgendwie ein Berglauf ist. Aber ich glaube, man muss sich ein Ziel setzen, um letztendlich auch verändern zu können. Ja? Das heißt, wenn du sagst, ich gehe nur einmal die Woche joggen, zweimal die Woche joggen, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen, weil wenn du nur einmal aufhörst, dann wirst du ganz schnell aus dem Trott kommen und automatisch dann wieder da sein, wo du vorher warst. Hast du aber dir ein Ziel gesetzt, geht gar nicht darum, dass du sofort einen ganzen Marathon machst oder sofort einen Ironman machst. Das geht gar nicht darum. Es geht nur darum, dass du dir ein kleines Ziel setzt und wenn du dann darauf hinarbeitest, ja, dann wirst du sehen, wie dein Leben sich verändert. Du ernährst dich anders, ja, du machst definitiv mehr Sport, weil du dreimal überlegst, dass du das Ziel nicht verpassen möchtest. Und drittens, du kriegst auch eine ganz andere Zuneigung. Menschen kommen auf dich zu und sagen, boah, wow, krass, ey, bei dem Wetter gehst du raus, wie schaffst du das? Ja, du wirst so wie so eine Art Hulk Hogan, ja? Und das kannst du nicht nur als Mann, das kannst du auch als Frau. Aber du musst den Weg gehen und musst es einfach ausprobieren. Ja, das ist eigentlich so mein Secret, wenn ich immer wieder gefragt werde, hey, wie machst du es eigentlich, dass du dich jeden Tag motivieren kannst? Du bist bei Tag 75, 76, 77, bald hast du 90 Tage an einem Stück Sport gemacht. Wie geht das? Ja, weil ich habe mir das als Ziel gesetzt. Und das ist natürlich ein übertriebenes Ziel, ja? Das will ich jetzt auch nicht empfehlen. Ich habe da auch Ärzte für besuchen müssen, dass auch alles klappt. Aber das war natürlich so ein Monsterziel. Und ich freue mich, wenn ich das geschafft habe. Die letzten Tage, das wird ein Feuerwerk, glaub mir. Und was danach passiert, das kann ich noch gar nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall mega geil. Also setzt euch kleine Ziele und ihr werdet sehen, wie das Leben sich verändert. In diesem Sinne, immer weiter. Lasst euch von dem Schnee, von dem Regen, von der Kälte nicht runterziehen. Wir sind gesund, das ist das Wichtigste. Wir leben in einem wunderbaren Land. Also let's go. Yes!